Weiter geht's in Paper Mario Color Splash, denn nachdem wir im letzten Part die Morellensee abgeschlossen haben, haben wir nun den ersten vermeintlichen Boss-Level freigeschaltet, denn dieses Sprite hat sogar Augen. Und da würde ich sagen, ab geht's in den Karmesinturm. Here we go! Ja, Mario, wir wissen, dass du hier rein willst. Der Karmesinturm, der erste Boss-Level. Mal schauen, wie die Bosse hier so aussehen. Ist ja ein Papierspiel. Wir müssen dann ja auch schon ein cooles Layout haben. Mal schauen. Mario, hinter dem Tor scheint es jede Menge Farbe zu geben. Ich kann sie förmlich riechen. Ja, das ist gelb. Das ist eindeutig gelb. Ein starkes Aroma von Rot. Oh! Viel stärker als das des kleinen roten Farbsterns, der uns hierher geführt hat. Irgendwo in dem Turm hinter diesem Tor muss ein großer roter Farbstern stecken. Meine Nase hat mich anscheinend doch geirrt. Schade, es war also rot. Naja. Potty, was hast du zu sagen? Nano, bist du Mario? Ich bin extra aus Port Prisma hierher gekommen, um... warte mal, warum bin ich eigentlich nochmal hier? Ach ja, ich wollte mir die Brücke zum Karmesinturm ansehen. Sie soll ein Wunder des modernen Brückenbaus sein, das jeder anständige Brückenbauer einmal im Leben gesehen haben sollte. Aber gerade als ich das Tor öffnen wollte, naja, hat sich so ein Typ mit Strohhalm von hinten an mich angeschlichen und... Ja, den Rest kennst du. Aber dann kannst zum Glück du des Weges und hast mich gerettet. Vielen Dank dafür nochmal. Wenn du den ganzen Weg von Port Prisma hierher gekommen bist, nur um eine Brücke zu sehen, dann musst du selbst Brückenbauer sein? Da hast du genau ins Schwarze getroffen. Seit ich denken kann, baue und repariere ich Brücken jeder Couleur. Port Prisma wurde angegriffen und dabei wurde ausgerechnet die Brücke im blauen Viertel... im blauen Viertel zerstört. Dadurch ist der innerstädtische Fußverkehr quasi komplett lahmgelegt. Was? Das ist ja der Brücken-Super-GAU. Die Brücke werde ich mir vornehmen. Die wird so schön wie nie zuvor. Na, schönes Ding. Ich stelle mich gleich mal an Werk. Und... Ja, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir die Totzi wieder färben? Ich probier's dann mal. Hi, Toddies. Sieht danach aus, als ob wir Tod sammeln müssten. Mario, sieh nur das Tor. Klemmt mein Deckel oder sind das tatsächlich Todförmige Schlüssellöcher? Das legt die Annahme nahe, dass man das Tor aufschließen könnte, wenn man nur diese drei Schlüssel hätte. Oh, I see what you did there, I see what you did there. So, Friends, ich würde mal behaupten, wir kommen hier in dem Level erst weiter, wenn wir aus den vorangegangenen Leveln drei Tots gesammelt haben. Den ersten Tot kennen wir, das ist Justitia Todda hier aus der Morellensee, dem wir anscheinend noch sein Hemdchen besorgen müssen, was wir im letzten Part nicht geschafft hatten. Wir hatten ihm zwar seine Socken, seine Schuhe und seine Unterhose gesorgt. Die Unterhose hat übrigens ein bisschen streng gerochen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch sein Hemd, um ihn insgesamt herzuholen. Naja. Okay, Freunde, ich war gerade eben einfach mal wieder in die Morellensee gegangen, weil ich gedacht hätte, wir müssen da Justitia Todd retten. Mussten wir aber gar nicht, sondern wir müssen wahrscheinlich einfach nur wieder zurück in die Hauptstadt gehen und da eben über die Brücke gehen, die vorher kaputt war und der Brückenbauer, den wir da jetzt arrangiert haben, bald wieder reparieren wird. Also, einfach hätte es nicht sein können. Mario, erinnerst du dich noch an den Brückenexperten, den wir getroffen haben? Ob der die Brücke im blauen Viertel mittlerweile repariert hat? Und ganz genau das gibt mir nochmal perfekt die Steilvorlage, dass das, was ich gedacht hatte, wirklich so eingetroffen ist und der uns da ordentlich weitergeholfen hat. Aber während ich schon mal hier bin, kann ich doch auch gleich mal wieder ein paar Sachen umfärben, ne? Also beziehungsweise überhaupt erstmal wieder Farbe verleihen. Weil erstens gibt es Münzen und zweitens habe ich auf diesem ganzen Weg schon mal so ziemlich viel Farbe verloren und wir können auch endlich mal diesen Sticker-Tot hier zurückbefreien. Aufhören! Lass mich in Ruhe! Ich trage doch nur die Post aus! Mario? Was ist mit mir passiert? Das Letzte, an das ich mich noch erinnere, ist, dass ich von ein paar Shy Guys angegriffen wurde. Shy Guys mit Strohhalm. Ja. War das etwa nur ein Traum? Ich fühle mich immer noch so, als würde etwas mit meinem Kopf nicht stimmen. Kannst du mal nachsehen? Einen Moment noch. Ich muss mich doch noch vorstellen. Ich bin Postmeister Todd aus Port Prisma.
Schau ruhig einmal in meinem bescheidenen Postamt vorbei, wenn du zufällig im blauen Viertel bist. Ich schick dir auch alles, was du willst. Naja, du kannst sogar deine Post hierher schicken lassen, solange du in unsere Stadt wohnst. Ist das nicht toll? Also, danke noch einmal, dass du mich gerettet hast, Mario. Und denk dran, alles, was du willst. Okay, Toddy, das klang sehr einladend. Aber ich muss ihm eh hinterher, von dem her, auf und davon. Denn in diese Richtung ist irgendwie das blaue Viertel und da ist auch die Brücke, über die ich jetzt gehen muss. Von dem her, Todd, danke, dass du es repariert hast. Sieh nur, ich habe die Brücke repariert, so gut wie neu. Du hast sie natürlich nicht gesehen, als sie neu war, also musst du mir da vertrauen. Aber ey, das ist doch Ehrensache, oder? Aber du zu, überquer sie ruhig. Ich liebe es, wenn du meine Kunst einen praktischen Nutzen hat. Thanks. Jetzt komme ich endlich hier rüber, jawohl. Oh ja, das war ganz sicher eine Brücke. Da drüben sind wir losgegangen und jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wow, Weltrevolution. Davon abgesehen, kenne ich mich in diesen Sachen nicht so gut aus. Ich meine, ich habe ja noch nicht einmal Füße, weißt du? Warte mal. Ich rieche Farbe. Und keine gewöhnliche Farbe. Das muss Farbe von einem Farbstern sein und zu einem blauen, wenn ich mich nicht täusche. Aber sieht nicht so aus, als könnte man ihn so einfach erreichen. Wie sollen wir denn auf dieses Dach gelangen? Fragen über Fragen. Da müssen wir Günther fragen. Oder einfach mal die ganzen Tots hier umfärben. Zuerst mal das Eisschild hier. So. Und danach diese zwei Tots, die uns wahrscheinlich einen frohen Kaffee wünschen. Was ist passiert? Bin ich eingeschlafen? Ich erinnere mich nur noch, dass der Tot mir gegenüber einen Zeitungsartikel vorgelesen hat. Ja. Das stimmt schon, dass man ein bisschen müde wird. Und den Kaffee konnte ich auch noch nicht trinken. Naja. Jetzt kannst du auf jeden Fall und ich muss dir auch deinen nervtötenden Zeitungsartikel lesenden Freund noch ein bisschen vorlesen lassen. Und da bin ich ja erleichtert. Sie haben nicht die Tinte aus meiner Zeitung ausgesaugt. Die war eh schon schwarz-weiß. Naja, liest du auch gern die Regenbogenpresse? Podprismas Lokalzeitung. Es gibt keine bessere Quelle für die aktuellsten Nachrichten. Wenn du erfahren möchtest, was auf der Insel vor sich geht oder wo gerade die interessanten Dinge passieren, frag mich einfach. Mario, möchtest du die neuesten Nachrichten hören direkt aus der Zeitung? Nur 10 Münzen. Nö, danke, ich habe kein Money. Oder nicht Money für sowas, ne? Erstmal die kleine Tafelbesitzer wiederholen. Oh, vielen Dank, Mario. Lass mich dir ein erfrischendes Getränk anbieten. Geht selbstverständlich aufs Haus. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Jetzt willst du bestimmt, oder? Ja, ich will. Einen Strohhalm. Tut mir leid, ich muss immer wieder an diesen furchtbaren Gast denken, der meine ganze Farbe mit einem Strohhalm ausgesaugt hat. Von jetzt an kriegt ihr niemand mehr einen Strohhalm. Trinkt doch einfach aus dem Glas, Leute. Jetzt macht es doch mal ernsthaft, ne? Ah, wenn mache ich da was vor. Ich kann Strohhalme nicht verbieten. Denn wenn sie einmal verboten sind, wird ihr einen haben wollen. Vielleicht soll ich einfach mal Urlaub machen. Das Kaffeegeschäft ist kein leichtes. Ich brauche dringend Tabletenwechsel. Jo, dann mach mal. Hau dir ab. Hau ab. Du wirst es ruhig gebrauchen. Könnte ich hier theoretisch auch hinten? Nee, kann ich nicht. Schade. Tja, ich würde sagen, das Einzige, was wir hier machen können, ist entweder durch die Tür hier zu gehen oder mit ihm zu sprechen. Ah, ich bin ja so froh, dass die Brücke repariert wurde. Ich mag gar nicht daran denken, wie viel Post sich in meinem Postamt angesammelt hat. Obwohl, da die Brücke kaputt war, eventuell überhaupt keine, ne? Naja, egal. Komm lieber mit und sieh dich selbst einmal um, Mario. Ich kann völlig ohne jede Übertreibung sagen, dass Post die allerwichtigste Sache der Welt ist. Wichtiger als alles andere, egal ob du isst oder trinkst, sofern du keine Post hast, dann überlebst du dich, ne? Okay, dann ist alles klar. Zuerst noch kurz dir. Und jetzt geht's ab da rein. Also ich find's echt cool. Kaum verleiht man Blumen Money, beziehungsweise kaum verleiht man Blumen wieder Farbe, geben sie einem Money. Das ist cool. Ach, das Postamt hat bei dem Angriff wohl etwas Schaden genommen. Siehst du, das Schild hängt schief. Na naja, egal. Geht schon voll klar. Das sind nur Äußerlichkeiten. Sofern es in drinnen top aussieht, was es anscheinend auch tut, passt da alles. So. Hallo Mario, du kommst gerade recht. Du hast Post?
Hey Mario, ich bin's, der Actionfilm-Experte. Ich habe gerade kennengelernt oder gelernt, wie man die Feuerblumen-Aktionsbefehle verwendet. Warum kommst du nicht vorbei und übst sie mit mir? Ich warte in meiner Kampfkammer im gelben Viertel in Port Prisma mit Maximalschwung. Und hier ist noch ein neuer Brief für dich, wie aufregend. Hallo Mario, ich bin's, der Besitzer des Cafés am Papyronifahrt. Ich habe sehr viel Freizeit, denn wie immer verirrt sich kein einziger Gast hierher. Komm doch mal vorbei, wenn du magst, okay? Und hier ist noch ein neuer Brief für dich, wie aufregend. Hallo großer Bruder, ich bin's Luigi, du weißt schon, dein Bruder Luigi. Der mit der grünen Mütze, klingelt's? Naja... warst du schon meine Quetsche? Die wurde gerade im Hafen von Port Prisma eröffnet. Etwas abgelegen, aber sehr nützlich. Nicht vergessen, alte Briefe kannst du jederzeit noch einmal lesen. Öffne einfach das Menü, Berufe, Items und dann das Postsymbol. Entschuldige, Postmeister Todd, doch uns ist aufgefallen, dass dein Schild schief hängt. Ein schief hängendes Schild? Das ist kein gutes Aushängeschild. Die Leute werden noch denken, ich mache hier krumme Geschäfte, weil das Schild schief hängt. Und das bedeutet, dass es auch krumm ist. Nein! Ich werde mich sofort bei Expresspost darum kümmern. Stempel hast du ja schon hin. Ja. Okay. Jetzt wundert mich nicht mehr, warum der hinten so ein Stempel drauf hat. Der lebt ganz seinen Beruf. Wie sieht's aus? Besser? Die Post lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Weder Regen, noch Hagel, noch Dragadons oder schiefhängende Schilder. Na gut, durch Dragadons vielleicht noch. Was ich meinte war, dass jetzt wieder alles im rechten Lot ist. Wortwörtlich. Dankeschön! Kein Problem, Dori. Kein Problem. Immer wieder gerne. Eigentlich bin ich jetzt so ein Schnösel, ne? Ich müsste das Geld gar nicht mehr einsammeln. Ich meine, ich hab's schon so viel. 520. Bitch, please, wer braucht denn noch die zwei Moneys? Stückchen da hinten. Niemand! Ganz genau! Da habt ihr total recht. Und ich würde sagen, wir gehen zuerst zur Quetsche. Vorne, weil Luigi uns da hingerufen hat. Und Luigi ist ein wichtiger Kerl. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Von dem her mal schauen. Wir könnten auch die Schilder wieder einfärben. Mal schauen, was da so rauskommt. Ja gut. Nicht viel. Okay, ab zur Quetsche. Ist das die... Oder kann das... Nee, das ist nicht die hier vorne, aber wo denn sonst? Der hat doch gesagt, hier vorne beim Hafen. Ja gut. Kann ich hier... Ach so, hier. Okay, alles klar. Oh, hallo. Wie schön, einen neuen Kunden zu treffen. Sag mal, magst du Dinge? Na klar, magst du die. Tun wir alle. Tja, da bist du hier am richtigen Platz. Hier findest du einige deiner Lieblingsdings und kannst sie ordentlich ausquetschen. Deshalb nennt man mein bescheidenes Unternehmen auch die Quetsche. Und los geht's. Das ist jetzt nicht ein riesiger Saugnapf, oder? Da du zum ersten Mal hier bist, geht dein erstes Dings aufs Haus. Nein, mach dir um mich keine Sorgen, das treibt mich nicht in den Ruin. Denn, weißt du, wenn man einmal so ein Dings hatte, will man alle anderen auch und so verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Doch genug der Vorrede, das Quetschen kann beginnen. Ausquetschen, bitteschön. Das heißt, ich habe jetzt einen Saugnapf gewonnen. Thanks dafür, jo. Pimpelkarte erhalten. Eines jeden Klempners Lieblingswerkzeugs, das auch der größten Verstopfung Dinge ausmacht. Sollt ihr Klo verstopft sein, nehmen Sie dieses Mittel zur Hand und die Spülung kann wieder starten. Mann, oh Mann, wie hast du das ausgequetscht? Also, mach dich nicht zu rar. Komm zurück, wenn man immer ein neues Dings zum Mute ist. Und mir ist immer nach einem neuen Dings zum Mute. Also gut, passt. Hallo? Also, ja, dann. Der will wahrscheinlich auch seine Ruhe haben. Oh, was ist los mit dir? Oh, hallo Mario. Wie schön, dich zu treffen. Ich wusste, dass du Mario bist, weil ich ein Tod bin. Der sich mit solchen Dingen auskennt. Ich bin sehr speziell. Schau mich an, ich habe besondere Augenbrauen. Vor allem kenne ich mich aus, wenn es um Dinge geht, verstehst du? Möchtest du wissen, welches Ding dir gerade richtig nützlich ist? Ja, bitte. Du brauchst ein Dings, das Plop macht. Man bewahrt es im Badezimmer auf und ich hoffe, es nie zu brauchen.
Also, was du jetzt brauchst, ist etwas ganz Besonderes. Besonderes ist doch genau dein Ding. Warte mal, was machst du denn hier? Du hast jetzt was Besonderes zu tun. Du weißt doch jetzt, was du brauchst. Du hast das, was du brauchst. Jetzt verpiss dich. Jetzt weiter. Okay, anscheinend hat er uns den Tipp gegeben, dass wir das Ding jetzt irgendwo auf der Weltkarte in irgendeinem Level einsetzen müssen. Das ist natürlich sehr schön und das wollen wir natürlich auch machen, von dem her. Jo, ich habe eigentlich schon eine Idee, wo wir das einsetzen könnten, oder? Wir haben in einem Level das Wasserlevel aufsteigen lassen. Sollen wir das jetzt wieder absteigen lassen oder ist hier irgendwie der Fluss verstopft? Ich habe absolut keinen Plan. Kann ich irgendwie meinen Eimer fragen? Ja. Holen wir uns den kleinen blauen Farbstern aus dem blauen Viertel. Okay. Dann müssen wir das wohl machen. Joa. Wahrscheinlich können wir da irgendwie das Wasser ablassen. Oder ich habe keinen Plan. Ich habe ehrlich gesagt echt keinen Plan. Wir brauchen auf jeden Fall das Dings dafür. Oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall irgendwie den blauen Stern. I don't know. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal Port Prisma, die Hafenstadt, ordentlich erkundet. Und das ist doch auch schon mal ein cooles Ding, Freunde. So ein kleiner Erkundungspart für zwischendurch kann auch echt nie schaden. Und ich würde sagen, jo, einfach mal hier hoch, gell? Den färbe ich auch mal kurz um, komm. So Fabius dazulassen ist doch nicht die feine englische Art, ne? Gute Nacht, du grausame Welt. Warte mal, du bist kein Goomba, du bist ja Mario. Ich kann kaum glauben, dass dieser Kerl mich erwischt hat. Ich habe gegen den allerersten Goomba verloren. Also, danke, dass du mich wieder eingefärbt hast. Das hier ist das blaue Viertel von Port Prisma, oder? Ja, zumindest war es das mal. Wer weiß schon, wie viel Farbe diese Schufte mittlerweile hier abgesaugt haben. Hoffentlich lernst du denen irgendwo das Handwerk, ne? Mach ich, kleiner Mann. Mach ich schon. Keine Angst. Allen Anschein nach muss ich einfach nur hier irgendwie drüber kommen, ne? Sollte kein allzu schweres Ding werden. Haha, Wortwitz auf Dingse. Oha. So einfach war das also. Wir müssen hier bloß in das Schnittmenü gehen. Okay, Freunde, damit würde ich auch sagen, willkommen zurück. Wir holen uns jetzt diesen blauen Farbstern hier oben mal. Oh Gott, das ist echt so einfach, wa? Unglaublich. Okay, jetzt springe ich da hinten einfach auf der Terrasse herum. Easy. Und bin jetzt auf dem Baum. Dass das so leicht war. Unglaublich, wir sind auf dem Dach. Wow. Hallo, du da. Der kräftig aussehende Kerl mit dem Hammer. Du scheinst mir schon den ein oder anderen Kampf überstanden zu haben. Also besitzt du vielleicht auch die ein oder andere Kampfkarte? Verzeih mir die dreiste Frage, doch könnte ich mir die einmal ansehen? Nein. Ach komm schon, ich will sie mir nur einmal ansehen. Na gut, und jede einzelne einmal in die Hand nehmen. Darauf muss ich bestehen. Nein. Ach komm schon! Bitte, ich muss doch irgendwas machen können. Nein. Wenn du das nicht machst, gehe ich pleite, du Trottel. Wenn es denn sein muss, ja gut. Du hast alle kleine Karte gegeben. Wird's mal? Oh ja, ausgezeichnet. Das ist die hervorragendste Kollektion an Kampfkanal, die ich jemals in meine Hände halten durfte. Also, wäre es möglich, die Karten jetzt zurückzubekommen? Wir könnten jederzeit angegriffen werden. Was? Ey, der kommt. Ey, das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich echt fertig. Du machst wohl Witze. Wir haben überhaupt keine Kampfkarten, mit denen wir uns zur Wehr setzen können. Was machen wir denn jetzt, Mario? Warte mal eine Sekunde. Ich hätte es fast vergessen, aber es gibt etwas, das wir tun können. Das Kartenrad. Sieh auf das Gamepad. Keine Karten verfügbar? Okay, mit dem Kartenrad kommst du am besten an eine neue Karte, wenn du einmal in der Klemme steckst. Du kannst es einmal pro Kampfrunde einsetzen, aber es kostet dich jedes Mal einige Münzen. Berühre diese Schaltfläche, um es auszuprobieren. Okay, diesmal kostet es anscheinend 10 Münzen. Okay, lass es drehen. Wenn du es auf etwas Bestimmtes abgesehen hast, kannst du mehr Münzen zahlen, um die Karten umzudrehen oder zu verlangsamen. Das Kartenrad kannst du einmal pro Kampfrunde verwenden, also probier es doch einfach einmal aus. Okay, ich probier's aus. Ich berühre es mal. Und ich habe einen Hammer bekommen. Perfekt. Den setze ich dann doch auch gleich mal ein. Ganz normal.
So, bereit und go. Ich finde es übrigens echt schade, dass ihr das auf dem Gamepad nicht sehen könnt. Tut mir auch echt leid, aber hat sich leider nicht anders machen lassen. Ich habe keine Gamepad-Capture-Karte, die kostet Unmengen an Geld. Und ich habe das Gefühl, nur ein einziger YouTuber hat die überhaupt. Also, ja. Ach ja, hier hast du deine Karten zurück. Danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, sie näher zu betrachten. Du hast alle deine Karten zurückgehalten. Ich verabschiede mich jetzt. Danke, dass ich einen Blick auf deine wundervolle Kampfkartensammlung werfen durfte. Ja, Geronimo, ab nach unten. Was für ein seltsamer Tod. Oh, Fabian, du sprichst mir sowas von aus der Seele. Na egal, ist schließlich alles gut gegangen. Und etwas über das Kartenrad zu erfahren und einen Farbstern zu bekommen, zählt für mich auf jeden Fall als Erfolg. Da hast du sowas von recht. Und was ist das für ein Kerl? Hallo? Meine Farbe ist wieder da. Jetzt muss ich aber sofort los. Jetzt zurück zu unserem alten Treffpunkt. Miau. Kann es sein, dass das der erste Schlüsseltod war? Ich meine, könnte gut und gerne sein, aber zuerst... Farbstern, hier komme ich. Level geschafft. Hurra! Oh Gott. Also ich würde sagen, der Part hier ist auf jeden Fall schon ziemlich vielschichtig gewesen. Bis jetzt. Mal schauen, was noch so alles auf uns zukommt. Aha! Mit jedem Farbstern kriegt man also auch noch eine neue Welt. Das hier ist zum Beispiel die Indigo-Grotte. Okay, Freunde, wisst ihr was? Wir gehen einfach schon mal in die Indigo-Grotte rein. Das macht doch nichts. Komm, so ein kleiner Blick, den werfen wir doch gerne rein. Come on. Es ist irgendwie still. Beinahe sogar schon zu still. Ich hoffe, hier passiert nichts Schlimmes. Oder? Auf jeden Fall muss ich in die Grotte runter. Here we go. Was? Ach komm, weg mit dir. Ist das dein Ernst? Du kommst hier mal ganz schnell raus, du Verstopfung. Hey, lass das. Wenn du nochmal so an mir zerrst, reißt du mir bestimmt die Beine ab. Glaub mir, ich will auch hier raus. Aber geht das nicht ein bisschen sanfter? Vielleicht mit einer Art, Saugvorrichtung. Lass dir was einfallen, denn solange ich hier drin stecke, schaust du nicht in die Röhre. Okay, Freunde, wisst ihr was? Das und vieles mehr schauen wir uns im nächsten Part an. Oder ne, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt schon mal rein. Menü öffnen. Und ja, ich würde sagen, wir benutzen dann mal den Pimpernippel, ne? Pimpel. Here we go. Kann ich den irgendwie einsetzen? So. Ja, kann ich. Hier. Und pümpel bitte da oben hin. Ich mache kurz nur noch ein bisschen Schnippelarbeit, sodass die Karte da einsetzen kann. Ah, ich habe jetzt hinten diese lilane Fläche, die da war, ausgeschnitten. Und kann jetzt eine tolle, tolle Karte einsetzen. Falls es allerdings die falsche ist, passiert da nicht allzu viel. Aber ich würde sagen, das ist schon die richtige. Von dem her, here we go. Oh, Baby. Hier komme ich. Idiot! Bitte sag mir, dass du das Ding gründlich abgewaschen hast, bevor du hierher gekommen bist. Ah, tut mir leid, aber darauf hat mich meine Ausbildung nicht vorbereitet. Ich bin jedenfalls der Anführer der Grünen, Rettetot. Wir haben Berichte über Probleme in der Indigo-Grotte erhalten und wollten dem Ganzen auf den Grund gehen. Aber gleich bei unserer Ankunft sind wir in einen Hinterhalt geraten und wurden getrennt. Keine Ahnung, wo die 6 anderen sind. Es war furchtbar. Wir wurden so richtig zusammengefaltet und mich haben sie einfach in diese Röhre gestopft. Dabei bin ich doch ihr Anführer. Das kommt nun sicher überraschend, aber du musst die restlichen 6 Mitglieder meiner Truppe finden. Als ihr Anführer ist es meine Pflicht, jemanden loszusticken, der sie rettet. Ihr Rettertots seid echt toll. Mir gefällt die farbliche Zusammenstellung eurer Uniform von euren Halssichern ganz zu schweigen. Wow. Danke.
Danke. Aber bei den Retterturz geht es um mehr als schneidige Uniform. Es ist unsere Aufgabe, der gerechten Sache zum Sieg zu verhelfen und den Übeln dieser Welt die Stirn zu bieten. Wenn du mit unserem General sprechen möchtest, findest du ihn an der Retterrotunde. Im gelben Viertel von Port Prisma. Die Retterturz müssen also gerettet werden. Das scheint euch oft zu passieren. Aber egal, da uns der kleine Farbstern hierher geführt hat, muss es hier einen Farbstern geben. Sehen wir uns die Sache mal an. Und das, liebe Freunde, würde ich sagen, tun wir im nächsten Part. Von dem her, freut euch drauf, ich tue es und schaltet unbedingt wieder ein. Bis dahin, wir sehen uns, euer Feuerschachel. Tschüss.